So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Aus dem Multi wird wohl ein Duo. Gerade ist die Zeit abgelaufen. Aber es geht nicht weiter. Das habe ich gestartet, weil die Zeit abgelaufen ist, dass es losgehen kann. Aber es geht nicht los. Hey, es sind doch plötzlich vier. Manchmal weiß ich auch nicht. Aber es geht jedenfalls los. W42 in die Ice Cave. Oh Mann. Okay, ich bin der blaue Toad. Das sollte man mitbekommen jetzt mittlerweile. So, hier ist ein Power-Up drin. Oh. Das geht ja wieder richtig gut los hier. Ja, gönn dir. Wow. Wo kommt der denn her? Der war frech. Oh, Junge. Ist hier ein Progressive Power-Up drin? Ja. Ich will da ran. Dankeschön. So, der Grüne ist gestorben, der sich frech mein Power-Up geholt hat vorhin. Das geschieht ihm recht. Nein, was tue ich? Oh boy. Oh boy. Das ist jetzt ein ganz ungünstiger Sprung für Lex. Okay, Toadette ist auch gestorben und Mario hat offensichtlich einen Checkpoint ausgelöst. Spring! Ich renne jetzt einfach durch. Ich hole jetzt nicht das Power-Up. Was ist denn jetzt hier mit dem... Das war ungünstig. Da oben ist er. Er ist gestorben. Wir haben ihn eingeholt, beziehungsweise sogar überholt. Gib mir das. Gib mir das. Nice. Let's go. Let's go. Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Nicht durch Lex beirren lassen. Im Moment Lex aber auch nicht mehr. Oh, die sind alle jetzt hier drauf. Die sind alle jetzt hier in dem Raum. Schnell. Zack, durch. Oh, das sieht hier nach Ziel. Das sieht nach Ziel aus. Das sieht nach Ziel aus. Yes! Le Goal. Le Goal. Habe ich aber Glück gehabt, dass er gestorben ist. Sonst hätte ich ihn nicht mehr eingeholt. Huh. Multitechnisch ein schönes Level, ne? Lag-technisch war nicht so gut, aber da weiß nicht, wer schuld ist. Weiß man nicht so genau. Aber multitechnisch schönes Level. Japp. Ergebnis Buh. Warum? So. Wir festigen unseren Rang B weiter. Das heißt, so schnell werden wir da nicht mehr abstürzen. Und 4 von 4 sind gefunden. So, irgendjemand dabei, den wir schon kennen? Nein. Alles 3 neue Spieler. Goomba Gardens von einem deutschen Artuan. Let's go. Es sieht nach Lex aus. Aber es sieht auch nach einem Power-Up hier vorne aus. Ja, ja, schon klar. Wie sie immer frech warten. Karma wird dich einholen, Toad. Karma wird dich einholen. Oh, da könnte man hoch vielleicht. Da. Karma hat ihn eingeholt. Yes. Karma hat ihn eingeholt. So muss das. Oh boy. Die oh mein Gott. Diese Pflanze.
Oh, ich bin vorne. Jetzt kein Quatsch machen, das ist kein schweres Level. Ich muss einfach nur durchlaufen. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Oh boy. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger spielen. Das ist das Gegenteil von vorsichtig spielen, aber es hat funktioniert. Wow. Diese Pflanzen, ne? Oh mein Gott. Noch ein Checkpoint. Nehme ich mit. Gerne. Kein Problem. Gehen wir mal hier hoch. Nein! Oh, oh, da ist jetzt jemand nachgejoint. Muss ich wieder Gas geben und dafür nicht anhalten. Ich darf nicht anhalten. Oh boy. Oh yes! Oh, heute läuft. Heute läuft. Auch ein schönes Checkpoint. Multilevel. Nichts Unfaires dabei. Einfach nur schönes Durchspielen. Und sie hat die Fahne leider gerade nicht erwischt. Ah. Aber läuft. Auch ein schönes... Insgesamt war es ein schönes Level, ne? Nicht nur für Multi. Und er hat es aber sogar mit gegeneinander getaggt. Also das kann man sogar als gegeneinander sehen, ja? Die Pflanze war fies über der Röhre. Wenn ich die erwischt hätte, hätte das alles ganz anders ausgesehen. Habe ich echt Glück gehabt. Eieieiei. So. Bleibt mal mit der Gruppe. Gucken wir mal, was passiert. Wieso haben die alle keine Sterne? Spielen die den Ninjiwan nicht? Warum spielt man den Ninjiwan nicht? Ich meine, einen Stern muss man doch mindestens schaffen. Von 4. Ja, starte es doch einfach. Gut, los geht's. Dankeschön. Kennen wir alle noch nicht. Aber auch die haben keine Sterne. Oder sieht man die Sterne nur bei sich selbst? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Autolevel, aber mit gegeneinander getaggt. What? Was ein Quatsch. Was ein kompletter Quatsch. Schade. Da ist unser Siegestreak vorbei. Aber gut. Der Balken ist auf jeden Fall größer, als er am Anfang war. Unsere Bilanz ist damit immer noch... positiv. Die Bilanz kann nicht positiv sein. Die Bilanz muss im Gleichgewicht sein. Aber wir haben halt Gewinn, das wollte ich sagen. Unser Eigenkapital hat sich erhöht. So. So muss man das sagen. Die Bilanz selbst muss im Gleichgewicht sein. Das wird interessant mit einem Pilz. Ja. Nice. So, ich respawn als erstes. Mein Pilz. Dankeschön. Problem ist, Luigi ist vorne. Und wir haben auch schon alle... Oh, oh, was? Direkt hier war das Ziel? Ach, Mann. Ach, ist das doof. Direkt hier war das Ziel. Oh, das ist doof. Na gut.
Nee, wegen dem einen Pilz, den man nur kriegt am Anfang, ist das für mich ein Bu. Wenn es ein kleines Wettrennen vorher gäbe und man sich den Pilz erspielen könnte und der Sieger bekommt den Pilz und die anderen haben den Pilz halt nicht, dann kann man das so sehen, aber direkt den Pilz da in die Box setzen ist ein bisschen, über die Box setzen ist ein bisschen kritisch, finde ich jetzt. Oh, wir spielen ein Duo. Ja, let's go. Was heißt ein Duo? Ein 1 versus 1. Into the Anthill. Ah, das ist ein Ameisenhügel. Das heißt, wir kriegen... Oh nein. Ja, genau die Viecher kriegen wir. Hihihi. Oh Gott. Karma kam und hat bei mir geregelt. Ah. Okay. Nehme ich. Habe ich verdient. So, jetzt gehen wir mal in den Hügel. Wir sind noch nicht beim Hügel drin. Oh boy, aber er hat schon den Checkpoint. Das ist nicht gut. Das verliere ich sowas von. Das ist kein schwieriges Level. Das heißt, er wird gleich einfach das Ziel auslösen. Ja, kann nichts machen. Habe ich verkackt. Oh, guck mal, da unten ist eine Röhre. Komme ich da rein? Ach nee, da kommen einfach nur Viecher raus. Scheiße. Er ist tot gewesen. Oh mein Gott. Okay. Okay, hier drin ist er wahrscheinlich gestorben. Ja, verstehe ich. Hilfe. Nein. Nein, 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 nein. Hier kommt nur Zeug raus, ne? Ja. Ah, das Level ist sehr cool. Ich muss hier warten, es geht gar nicht anders. Joi. Und das ist schon wieder... Was, wie? Ich weiß nicht, was er mir mit... Oh Gott! Das wird im Multi natürlich unangenehm. Könnte sich dann gegenseitig so ein bisschen wegbouncen. Ja, guck mal, da kommt jetzt auch gleich. Muss ich jetzt warten? Oh boy, das... Ich muss... Das riskiere ich nicht. Ich warte hier. Man könnte das vielleicht mit dem Weitsprung hinkriegen. Aber das riskiere ich nicht. Man könnte da hinten auch noch weitergehen. Braucht man aber nicht. We did it. Aber ich habe am Anfang echt ordentlich verloren, Dings. Aber kann man als Multi anbieten, oder? Die Stelle mit dem Warten ist ein bisschen... Machen wir mal Mittel. Machen wir mal Mittel draus. Es ist nicht komplett, aber es hat so ein paar multitechnisch ungünstige Stellen. Es ist aber auch nicht für Multi ausgelegt. Es hat kein Gegeneinander-Tag. Insofern sollte es gar nicht erst hier auftauchen. Ja, und wir kriegen nur plus 17, weil wir nur gegen einen gespielt haben. Stimmt. Okay. Aber insgesamt bisher mehr Siege als Gewinne. Mehr. Ja. Ich gewinne öfter, als dass ich verliere. Aktuell. Das wird sich gleich noch ändern. Ich sehe das schon kommen. So. Was ich auch jetzt in den Ferien überhaupt nicht aufgenommen habe. Ich wollte eigentlich ein Zweitprojekt machen. Nämlich, es gibt jetzt ein DLC zu Cadence. Aber, oh Gott, Mario Death 1-2. Ich weiß ja nicht. So, eher Goomba Death 1-2.
und Schuhe her. Oh, yes! Oh mein Gott, aber viel zu kurz. Das kriegt auf jeden Fall ein Minus. Schlechtes Multilevel, aber yes. Und sie hat es gerade noch auch geschafft und kriegt weniger Abzug. Oh mein Gott. Aber wie gesagt, für Multi schlecht. Für Multi ist das echt schlecht. Auch so war das jetzt nichts Weltbewegendes. Mario Tef 1-2, das ist so. Ach, nein. Egal. Ich habe gewonnen, das ist alles, was zählt, aber das Level war nicht gut. So. Oh, wir bleiben bei ein paar... Ich glaube, die sind alle wieder drin, oder? Die hatten wir gerade auch schon. X-Humo? Namen kommen mir bekannt vor, auf jeden Fall. Skywash. Gegeneinander, Tag. Da bin ich immer besonders gespannt. Wenn es gegeneinander Tag hat, dann hat sich ja jemand dabei gedacht, okay, das sollten Leute gegeneinander spielen können. Dann ist man mal sehr gespannt, ob man das wirklich kann. Hui! Hui! Oh, das ist fies. Ja, gegeneinander ist jetzt nicht so gegeneinander hier. Okay, aber den Stern kralle ich mir auf jeden Fall. Let's go. Aber jetzt hat ja jeder eine andere Spur. Und keine Ahnung, wo man hin muss. Hilfe. Was? What? Hä? Muss ich da durch die Röhren da unten, oder was? Also dafür, dass es ein Gegeneinander-Tag hat, weiß ich nicht. Ich habe nicht so viel von dem Level gesehen. Ist schwierig. Ich fand es jetzt nicht so gut, aber ich glaube, es ist okay. Deswegen halt ein Mittel. Für ein Puh habe ich zu wenig gesehen, was da unten bei den Röhren passiert. Ah, verdammt. Verdammt. Bam, 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 badababam. Bam, 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 badabam. Und guck mal, wir sind wieder. Ich glaube, Chiboy ist neu, aber die anderen sind schon wieder dabei. Die auch gerade dabei waren. Das ist cool. Aber keiner hat einen... Doch, da! Chiboy hat einen Stern. Besiege mindestens 1 Lakitu und erreiche das Ziel. Let's go. Ich halte mich mal hier zurück, bevor mich das Ding da gleich abschießt. Lul! Wait! Das Ding nehme ich mit. Nein! Das wollte ich... Oh! Wo gibt mir das jetzt? Wie lande ich denn da am blödsten drin? Ich will so ein Ding haben. Mist. Ah, der schießt das auch in die Ecke. Komm her. Yes! So, jetzt einfach kein Quatsch machen. Geh weg! Das ist nicht sein Ernst. Nice. So, jetzt aber. Scheiße. Oh boy. Nein. Geh weg. Nein, es ist schon wieder weg.
Okay, was passiert jetzt hier? Hä, wo ist denn der Lakitu? Besiege mindestens eins Lakitu und erreiche das Ziel. Aber wo ist der Lakitu? Wo ist der Lakitu? Ich wollte... Ja, da wollte ich hin. Ist der da in der Mitte von dem Buhring vielleicht, oder was? Nein! Wie dumm. Oh mein Gott. Also sehe ich das gerade richtig, dass keiner weiß, wo der Lakitu... Oh, dieses Ding am Anfang, ne? Alter! Geh weg jetzt da! Diese blöde... Dieses blöde Springboard am Anfang, lass mich in Ruhe. So, gib mir jetzt so ein Ding wieder. Schießt sie in die Richtung. Jetzt schießt sie in die Richtung. Ich bin hier. Dankeschön. Weg. Und nein, ist dein Springboard noch drin gelandet. Alter, ich drehe hier durch. Dieses Ding hier müsste echt weg. Das ist so nervig. Aber wir kriegen es halt nicht weg. So, schieß jetzt nach hier. Danke. Jetzt schnell durch. Das ist doch mal eine Ansage. So, wo ist der verfluchte Lakitu? Hier ist nirgendwo ein Lakitu. Ich versuche jetzt mal den Buhring zu besiegen. So werde ich den Buhring nicht besiegen. Dahinter ist auch kein Lakitu. Ist hier unter den Dingern vielleicht ein Lakitu? Da ist auch kein Lakitu. Jetzt ist der Swamp hier weg. Das ist aber gut, weil dann können wir jetzt endlich mal uns um den Buhring kümmern. Aber da ist, wie gesagt, auch kein Lakitu. Ja, was nützt denn eine Neustadt? Wir wissen nicht, wo der Lakitu ist. Leute, wozu wollt ihr Neustart? Wir haben keinen Lakitu. Wie mache ich denn das? So. Oh, no.
Weil in Neustadt nützt auch nichts. Wir finden diesen Lakitu ja einfach nicht. Der muss irgendwo in der Luft sein. Fuck. Aber wo in der Luft? Ich mache jetzt mal was. Ich nehme das Ding jetzt mal mit hier. Leck mich doch am Arsch. So, freu dich. Lass mich da durch. Lass mich hier hoch. Lass mich hier rüber. Na! Oh. Was ist das denn jetzt wieder passiert? Das wollte ich nicht. Ja, dann nehme ich halt das mit. Ist egal. Na, oh Mann! Danke! Das hat's gebracht. Ja, aber was nützt dein Neustart? Außer dass... Hä? Die Zeit bleibt jetzt gleich? Geil. Bester Neustart EU. Da ist ein Lucky... Wo ist der hin vorhin? What? Wieso wusste ich das nicht? Hä? Wie ist denn der vorhin verschwunden, ohne dass jemand die Zielbedingung erfüllt hat? Was? Hä? Ist der irgendwie anders gestorben und dann zählt das nicht, dass den irgendjemand besiegt? Was ist das denn für ein Mist? Und das Level hatte den Tag automatisch. Das Level hatte den Tag automatisch. Wahrscheinlich darf man überhaupt nichts drücken. Oh Mann. Das war jetzt eine komplette Zeitverschwendung. Das war die Definition von Zeitverschwendung. Wow, wir suchen ewig lang einen Lakitu, der gar nicht mehr da ist. Obwohl niemand die Zielbedingung erreicht hat. Wie kann das denn sein? Oh, Doc Butters baut Butters World 2.4. Ist das ein Schloss? Hab ich mir doch gedacht. Oh, wir sind nur zu dritt. Okay. Don't mind me, Mario. I'm just jumping a bit around. Dann bin ich am Ende ganz hinten. Na klar. Natürlich. Geht weg da jetzt hier, ihr Knallköpfe. So, gib mir das. Ich sagte, gib mir das. Das scheint kurz zu sein, wenn ich mir das so angucke. Ja, das ist klassisch kurz. Was? Oh! Oh, oh, don't mind me. I'm just... Ja, egal. Die haben auch ihr Zeug verloren. Aber ich bin vorne. Das ist alles, was zählt. Lass mich in Ruhe. Gib mir den. Sehr schön. Ich bin vorne. Oh! Das könnte echt ein klassisches... Das ist ein super klassisches. Wow! Das ist ein richtig klassisches Castle vom Aufbau her gewesen. Das hätte 1:1 in SMB vorkommen können. Das war cool. Bissel kurz für Multi. Bissel kurz für Multi, aber cool. Obwohl, so kurz war es eigentlich nicht. Man hatte genug Stellen zum Sterben. Nee, so kurz war es eigentlich nicht. Ist okay.
Jetzt laggt's. Jetzt braucht's auch nicht mehr laggen. Jetzt habe ich gewonnen. Lauf einfach. Gott, lauf einfach durch, Luigi. Ist das jetzt dein Ernst? Lauf um Himmels Willen. Hol dir die wenigen Punkte, weil du nur gegen 3 gespielt hast, ab. Ach, komm schon. Dankeschön. Puh, das hat wieder gedauert. Ich mach mal ein Mittel. Von der Kürze her ist es für Multi ein bisschen zu kurz vielleicht. Mach mal ein Mittel. Aber insgesamt ein schönes Level, ne? Für normales ist es ja kein, hat ja kein Multiplayer-Tag. Also, an sich ein schönes Level. Juhu! Okay. Ich denke, im nächsten Part machen wir noch ein bisschen Multi. Und dann ist die nächste Aufnahmesession wieder in meiner Wohnung. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.